Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute auch wieder bei den täglichen Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Bevor wir starten, wie immer, kleiner Risikohinweis. Ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Ist definitiv nicht für jeden Anleger geeignet. Ihr solltet genau wissen, was ihr tut. Den schönen Chancen stehen die fiesen Risiken gegenüber. Und wie ihr wisst, sind die meisten privaten Trader leider nicht erfolgreich. Deswegen machen wir solche Formate wie das heute, damit ihr hier ein bisschen was lernen könnt, ein bisschen schauen könnt, wie wir Profis, sage ich mal, die Märkte hier betrachten, was für uns hier die Level sind, die in den einzelnen Märkten interessant sind, was überhaupt die Setups sind, die gerade aktuell sind. Ja, und da werden wir heute drauf schauen. Ganz wichtig noch, alles, was ich hier heute mache, dient rein den Lehr- und Lernzwecken. Ich will also nur zeigen, wie ich die Märkte sehe, was ich vielleicht für Möglichkeiten an den Märkten sehe. Alles, was ihr hier tradet, das macht ihr bitte auf eigenes Risiko. Ja. Okay, jetzt blende ich mir gerade noch schnell den Chat ein hier. Dann sollte das Ganze auch funktionieren. Irgendwie kriege ich den Chat nicht rein. Tja, das tut mir leid. Also der Chat wird bei mir gerade nicht dargestellt. Ich weiß nicht warum. Wie dem auch sei, dann wahrscheinlich heute eher ohne Fragen. Fragen und Antworten kann ich sehen. Ah, hier haben wir auch den Chat. Alles klar. So, dann können wir jetzt hier loslegen. Vielleicht einmal kurz bitte eine Nachricht in den Chat, ob alles soweit funktioniert. Vielleicht bei Facebook auch nochmal, weil ich glaube ich nach wie vor die Kommentare hier nicht sehen kann. Ich weiß nicht, warum das so ist. 2 Tage hat es funktioniert. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Whatever. Okay, also gehen wir auf die Tagesnachrichten. Was ist heute interessant? Wir haben Arbeitslosenzahlen in Australien gesehen bereits. Die hatten wir heute Nacht schon und sehen also, dass wir hier Ergebnisse bekommen haben, die deutlich besser sind als erwartet. Ja, Arbeitslosenquote runter. Wir haben mehr Erwerbstätige. Wir haben mehr Zeit, mehr Vollzeitbeschäftigung. Alles besser als erwartet. Das führt zu ja, einem weiter starken australischen Dollar momentan. Werden wir mal schauen, wie sich das im Verlauf des Tages verhält. Wir werden auch gleich nochmal einen Blick werfen auf ein Währungspaar mit dem australischen Dollar. Und ja, ansonsten haben wir nicht mehr so viel wie jede Woche, Donnerstag 14:30 Uhr, Erstanträge Arbeitslosenhilfe in den USA. Das wird wieder wichtig sein. Ja, momentan sind diese Erstanträge Arbeitslosenhilfe einfach wichtig, weil die so ein bisschen eine Tendenz geben, wie sich denn die Entwicklung des Arbeitsmarktes vollzieht. Ja, ob tatsächlich weiter Lockerungen oder Verbesserungen erkennbar sind. Das ist also schon ein ganz wichtiger Punkt. Da wird. Okay. Ja, Elena, super, mach das bitte gerne. Okay, dann mache ich mir das Feld hier noch auf. So. Alles klar. Gut, dann, ja, also wie gesagt, Arbeitslosenanträge durchaus wichtig. Wir haben eine Tendenz seit dem Hoch der Corona-Krise, zumindest am Arbeitsmarkt, so seit April, haben wir eine Tendenz in den USA, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zurückgehen. Wir haben in der letzten Woche, sehen wir hier, 1,18 Millionen gesehen. Dieses Mal werden erwartet 1,12 Millionen, also ein bisschen weniger als beim letzten Mal. Schauen wir mal,
Wir haben in den ganzen letzten Wochen eine negative Überraschung bekommen. Da waren die Zahlen doch deutlich schlechter als erwartet. Werden wir mal sehen, wie sich jetzt vielleicht vereinzelte Lockdowns in den USA wieder bemerkbar gemacht haben. Könnte aber auf jeden Fall 14:30 ein Market Mover werden. Okay, und dann werfen wir einen Blick in die Charts. Wir beginnen wieder mit dem DAX. Ja, da hatten wir ja bereits ab Montag schon super interessante Trading-Chancen. Ich gehe hier mal auf den Tagesschart. Ja, das ist der Tageschart. Da sehen wir hier Gersh-Trend, ganz klar. Mein Trendindikator immer noch im Aufwärtsbereich. Das heißt, ich bevorzuge hier nach wie vor Long-Positionen im DAX. Dann hatten wir uns am Montag hier dieses Dreieck angeschaut. Hatten dann auch direkt am Mittwoch hier schön den Breakout mit über 200 Punkten Bewegung im DAX. Und jetzt im Moment hängen wir so an diesem letzten Hoch hier fest, ja, an dem Hoch vom Mittwoch. Gestern sind wir nur ganz kurz, am Hoch von Dienstag, gestern sind wir nur ganz kurz drüber gelaufen. Jetzt heute, klar, ja, Handel hat gerade erst angefangen, haben wir noch nicht so viel Bewegung. Ein Ausbruch nach oben wäre hier auf jeden Fall interessant. Wir müssen allerdings darauf achten, wir sind hier in einem Widerstandsbereich. Ja, wenn wir uns das anschauen hier auf dem Tageschart, dann sehen wir, wir haben hier 3 Tage in diesem oberen Bereich hier die Dochte verweilen und wir keinen großen ja, Kerzenkörper im Prinzip in diesen Bereich rein haben. Das ist immer ein Widerstandsbereich. So. Ja, das ist immer ein Widerstandsbereich. Dann hatten wir hier dieses letzte kleine Hoch ja, so bei 12.980 Punkten ungefähr. Da haben wir auch die Rücksetzer drauf gesehen und das schauen wir uns jetzt mal in 4 Stunden an. Ja, wir haben in 4 Stunden hier diese beiden Level. Das ist einmal dieses Hoch hier bei 13.030 Punkten und dann haben wir noch dieses Hoch hier unten bei 12,89. Ja, das sind also die beiden interessanten Level hier. Und das, was man hier auf den 4 Stunden schön erkennt, ist eine Bull Flag. Ja, wir haben also hier eine ganz klassische bullische Formation, die sich hier im 4-Stunden-Chart gerade entwickelt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie um 9 die Kurse starten. Durch diese beiden wichtigen Level, die wir hier drin haben. Im Moment befinden wir uns hier am oberen. Ich kann das ja hier einfach mal raufkopieren. Na, da. So. Ja, das sind also die beiden Level. Wir befinden uns im Moment hier am oberen Unterstützungslevel bei 13.030 Punkten. Das wäre der bullischste Case, wenn einfach nur dieses Level jetzt getestet wird und wir dann nach oben ausbrechen. Es wäre aber durchaus auch möglich, dass wir ab 9 Uhr erstmal ein paar Abverkäufe sehen in diesem Bereich 12,89 bis 12,59 hier unten reinlaufen und vielleicht dann nach oben drehen. Auch das wäre noch super bullisch zu werten. Prinzipiell, ja, wir haben hier auf den 4 Stunden diese Aufwärtstrendlinie. Ja, solange die hält, ist hier erstmal kurzfristig weiter alles in Ordnung. Ja, und wie gesagt, ich bin im DAX hier eher auf der Long-Seite zu finden momentan. Ziele können wir uns hier ganz einfach suchen vom Wochenchart. Ja, das wäre zumindest erstmal hier dieses Level. Ja, das wäre so das Kursziel im Wochenchart. Na, so bei knapp 13.500 Punkten. Also da ist noch eine Menge Holz. Was man hier im DAX verdienen könnte, wenn denn der Trend weiterläuft. Okay, Indizes allgemein können wir uns auch noch mal anschauen. Da gehe ich hier einfach mal auf die Indexübersicht. Da haben wir als interessante Kandidaten uns ja die letzten Tage schon angeschaut, den australischen Index. Der ist erstmal am Widerstandsbereich hier abverkauft worden, ist also für heute erstmal nicht so interessant. Aber hier haben wir einen weiteren Kandidaten mit dem Nikkei 225. Das ist der japanische Leitindex. Der ist an einem Widerstandsbereich, ganz klar. Ja, das ist hier so das untere Ende dieser Seitwärtsrange ungefähr. Aber
Wenn wir uns das Ganze kurzfristig anschauen, wir hatten ein tolles Einstiegssetup ja vor ein paar Tagen hier mit dem Ausbruch durch diesen Trendkanal ja, oder durch diese Trendlinie hier, hatten wir einen schönen Long-Einstieg. Und hier könnte sich jetzt der nächste Long-Einstieg entwickeln, wenn wir über dieses Hoch drüber laufen. Also auch das ist im Moment ein interessantes Setup für alle Indexhändler. Ja, S&P, na, hatten wir gesagt, tut sich ein bisschen schwer aufgrund der, ja, aufgrund der Widerstände, die wir hier oben finden. Da hatten wir direkt am Montag schon darauf hingewiesen, dass das hier ein wichtiger Bereich ist. Und jetzt sehen wir also Dienstag, Mittwoch, jetzt heute auch wieder, hängen wir einfach hier oben fest. Ja, das passiert nicht ohne Grund, sondern der Grund ist einfach dieses Widerstands, dieses Verkaufslevel. Und weil die Märkte eben da häufig an diesen Leveln so reagieren, haben wir uns ja auch im DAX die entsprechenden Ziellevel gesucht und haben gesagt, okay, da in dem Bereich 13.450, 13.5 würden wir dann auch gerne rausgehen, weil da ein stärkerer Widerstandsbereich liegt. Ja, sieht man hier in allen Märkten immer wieder, na, dass hier der FTSE 100, der UK-Index hier oben, Widerstandsbereich, ja, bei ungefähr 6.300 Punkten, sind wir gestern rangelaufen, 6.300 Punkte, war die Reise erstmal beendet. Also achtet bitte immer auf diese ganzen Widerstands- und Unterstützungsbereiche. Die sind nicht umsonst da und auch nicht zufällig, sondern die haben tatsächlich eine Bewandtnis. Okay. Dann gehen wir mal das durch, was ansonsten noch für heute interessant ist. Wir haben einen sehr starken Euro im Moment, zumindest gegen die meisten Währungspaare. Ja, Euro gegen US-Dollar steigt. Wenn wir hier mal in die Übersicht reingehen, wo haben wir die Euro-Werte? Ja, hier drüben geht's los. Euro-Aussie stark, ja, Euro-CAD übergeordnet stark, Euro-Schweizer Franken stark, hängt zwar hier in der Range, aber ist eher stark. Gegen die tschechische Krone ein bisschen schwächer, gegen Dänemark auch ein bisschen schwächer. British Pound bauen wir hier gerade wieder auf, gegen den Hongkong-Dollar sehr stark. Gegen den ungarischen Forint ein bisschen schwächer. Ja, wir sehen also hier gegen die osteuropäischen Währungen, die gewinnen gerade etwas dazu. Da können wir hier auch noch mal eins weitergehen. Ja, gegen den japanischen Yen super stark, gegen den mexikanischen Peso sehr stark. Nordisch, ja, norwegische Krone schwach und auch schwedische Krone schwach. Aber ansonsten, ja, Singapur gegen den Singapur-Dollar stark, gegen den Neuseeland-Dollar sehr stark. Ja, und da seht ihr auch gleich so ein bisschen, wie ich das mache, wie ich mir die Setups raussuche. Ich schaue mir also tatsächlich die einzelnen Märkte an und schaue, was sind hier die besonders starken Kandidaten. Euro, japanisch, Yen ist besonders stark, Euro, Neuseeland-Dollar ist besonders stark. Und so komme ich also auch darauf, den Euro-Neuseeland-Dollar hier heute als Setup drin zu haben, nämlich beim Ausbruch über dieses Hoch, der hier gerade läuft. Im Prinzip haben wir das Ganze hier wie ein Dreieck aufgebaut. Ja, wir sehen das, wir haben auf dem Tageschart hier eine ganz stark steigende Trendlinie, haben diesen Widerstandsbereich hier, den wir gerade dabei sind zu durchbrechen. Das ist also durchaus interessant, das auf der Oberseite zu handeln. Bis wohin hat das Ding Platz? Naja, locker mal bis hier oben. Ja, so bis 1,8250 und im nächsten Zug dann auch gerne, ja, so hier bis in diesen Bereich 1,86. Ja, das sind also so die nächsten größeren Widerstandsbereiche, auf die der Euro-Neuseeland-Dollar hier auftreffen kann, wenn sich denn diese Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt. Wir können uns das hier nochmal kurz im Wochenchart anschauen. Da sehen wir nämlich, wo das grundsätzliche Setup herkommt. Da haben wir hier Manu, ich mache es mal anders. Ich hole mir mal
hier mein Zeichentool rein, dann haben wir auch die Sachen gleich wieder raus, wenn wir sie nicht mehr brauchen. So, da haben wir nämlich hier ein schönes Doppeltief auf dem Wochenchart in Verbindung mit dem Wechsel des Trendindikators und einer bullischen Kreuzung der Stochastik. Ja, das sind super bullische Signale, die hier long-term gekommen sind. Und wenn wir jetzt uns noch das Level anschauen, an dem wir hier hängen geblieben sind, ja, das ist ganz hervorragend. Das ist nämlich dieses letzte Unterstützungslevel, was einmal nur kurz getestet worden ist. Ja, wir haben hier den Rücktest gesehen, dieses Kauflevels, dieses Unterstützungslevels. Ja, schaut euch mal die Entwicklung der Bewegung an. Ich gehe hier mal in die Sequenz auf dem Wochenchart. Hier fing das Ganze an als ABC-Korrektur. Dann haben wir hier nochmal eine Konsolidierung gesehen. Und dann ist dieser große Aufwärtsmove gekommen. Und das ist ganz häufig, wenn wir so ein extremes Momentum hier drin haben und die Kurse parabolisch laufen, habe ich ja gestern auch schon gesagt. Parabolische Bewegungen ganz häufig zwischen 75 und 80% Retracement. Genau das sehen wir hier. Ja? Parabolische Bewegung, extremes Retracement, locker 80% in den Bereich dieser letzten Kaufzone und dann gibt das Ganze wieder hier Gas. Ja. Auf dem 4 Stunden können wir uns das Ganze auch nochmal anschauen. 4 Stunden ist dann wahrscheinlich für die meisten so die Trading-Ebene. Ja, gucken wir uns hier nochmal die Sequenzen an. Auf dem 4 Stunden, ja, da haben wir auch hier nochmal einen Doppelboden, haben das fortgesetzt und sind jetzt dabei, diesen Ausbruch hier nach oben zu machen. Und das Ganze sieht ganz gut aus, dass wir hier noch ein bisschen Platz haben. Ja, 4 Stunden Trendindikatoren. Ja, mein Trendindikator ganz klar in die Long-Richtung und eben auch ja, hier wieder mit zunehmendem Momentum. Also auch das wichtig. Wir haben noch deutlich Platz auf der Oberseite vom RSI, bis wir hier in den überkauften Bereich kommen. Wir sind kurz nach einer bullischen Kreuzung hier noch in der Stochastik, die ist hier unten entstanden. Also auch im kurzfristigen 4-Stunden-Fenster sieht das alles bullisch aus. Na, und was ihr immer mal machen könnt, dann, wenn ihr diesen Indikator habt, dass ihr hier einfach mal schauen könnt in den wichtigen Zeitebenen. Ja, 1 Stunde, 4 Stunden, ein Tag. Hier und eine Woche, wie sehen die Trendindikatoren aus? Und wenn ihr da ein Setup findet, was gut übereinstimmt mit diesen ganzen Trendindikatoren aus den verschiedenen Zeitebenen, dann habt ihr meistens eine ganz gute Gelegenheit, hier irgendwo Trades aufzubauen. Ja, also Euro, Neuseeland-Dollar, ganz klare Stärke im Euro, eine Schwäche im Neuseeland-Dollar und das katapultiert dann oft die Kurse in diese übergeordnete Richtung. Jetzt können wir noch mal auf diese Übersichten gehen hier. Da gucken wir uns jetzt auch noch mal an, was hier die schwächsten Kandidaten sind beim Euro. Ja, Aussie-Dollar recht stark, hatten wir alles uns angeschaut hier. Das sieht alles ganz okay aus. Ungarischer Forint schwach, tschechische Krone schwach. Das sind allerdings Werte, die einen sehr hohen Spread haben. Da sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir in die zweite Übersicht reingehen mit den übrigen Euro-Währungspaaren, ja, dann haben wir hier eben die starken Kandidaten. Und dann sehen wir hier, okay, Euro-Norwegische Krone ist schwach, Euro-Schwedische Krone ist schwach. Dann schaue ich mir die Kandidaten auch nochmal genauer an und entscheide dann, was ich da vielleicht für die andere Seite interessant finde. Und das ist im Moment Euro-Schwedische Krone. Da gucken wir auch noch mal kurz auf die Gesamtübersicht und sehen, hey, ja, Wochenchart, wow, brutaler Abwärtstrend, hohes Momentum. Also da läuft einfach alles weiter nach unten. Im Tageschart sehen wir, wir sind noch in einem Abwärtstrend, das Momentum hat aber etwas abgenommen in der letzten Zeit. Im 4 Stunden sehen wir, sind wir von einem Choppy-Markt hier, von dieser Seitwärtsbewegung, die hier gelaufen ist, sehr choppy, sind wir auch wieder in den Abwärtstrend gelaufen. Und im Stundenchart
sind wir mit dieser letzten Abwärtsbewegung auch in den Abwärtstrend gelaufen. Also wir haben erstmal hier überall die Abwärtstrends intakt. Dann ist immer interessant, sich den RSI auf Wochen- und auf Tagessicht anzuschauen. Der ist noch oberhalb der 30, da wäre also prinzipiell noch Platz. Die Stochastik auf dem Tageschart ist negativ und läuft Richtung Extrembereich, ist aber noch nicht da. Das Einzige, was hier ein bisschen problematisch ist, ist, dass wir in der Stochastik auf Wochensicht schon relativ lange jetzt hier unten in diesem Extrembereich drin sind. Ja, aber ihr seht, es passiert immer wieder, dass wir dann so ein, zwei Wochen Korrektur kriegen und die reichen dann auch, um das Ganze dann im Nachgang wieder bärisch kreuzen zu lassen. Schauen wir uns das einfach mal an, wie das im Moment aussieht. Ja, wir stehen hier wieder vor einer bärischen Kreuzung im zwar Extrembereich, aber wenn die blaue die orange hier von oben nach unten kreuzt, ist das prinzipiell bärisch, ja, so wie wir das hier gesehen haben, so wie wir das hier gesehen haben, hier. Ja, das ist überall bärisch und es folgen am Ende auf diese Kreuzungen ja häufig nochmal ein paar Wochen Abwärtsbewegung. Ja. Das letzte Mal hatten wir das hier. Da waren wir in einem ähnlichen Bereich wie jetzt und diese Bewegung hier ist daraufhin gefolgt. Also durchaus möglich, dass wir auch noch mal weitere Tiefs sehen. Was ist hier interessant für ein Level? Naja, relativ deutlich, ja, dass hier unten dieses Tief, das hier so ein bisschen diese Kaufzone, das ist also der Bereich 10,12 ungefähr. Und vor dem Hintergrund gucken wir uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen genauer an in den übrigen Zeitebenen. Wir sind hier im Tageschart gerade so ein bisschen in der Korrektur. Schön war dieses Ausbruchslevel hier aus der Bear Flag. Ja, das ist eine Bear Flag. Wir kommen von oben, machen dann so einen kleinen Aufwärtstrend und brechen dann diesen Aufwärtstrend nach unten. Das ist also eine schöne Bear Flag. Sowas haben wir im Moment hier nicht zum Handeln, aber man könnte hier zum Beispiel darauf warten, dass wir ein kleines Retracement sehen, nochmal in diesen letzten Widerstandsbereich hier und dann in der kleineren Zeitebene gucken, dass wir von diesem kleinen Aufwärtstrend dann in einen Trendwechsel kommen und dann wieder neu in die Abwärtsrichtung uns positionieren. Das heißt, schauen wir uns das Ganze mal im Stundenchart an. So, was haben wir im Stundenchart an interessanten Leveln? Ja. Das hier, und das ist ein ganz interessantes Widerstandslevel, das würde mir im Prinzip schon reichen. Ja, wenn der Kurs hier nochmal hinläuft, hierhin zurückkommt und dann anfängt, hier einen neuen Abwärtstrend aufzubauen, dann ist das ein interessantes Setup, definitiv auf der Short-Seite. Und genau so funktioniert das Ganze. Das sind also die Dinge, die ich hier erwarte. Und jetzt fällt euch vielleicht auf, wir haben für den Euro jetzt hier ein Long Setup gehabt und ein Short Setup. Ja, und da seht ihr also, es ist durchaus wichtig, immer zu schauen, wie stehen die einzelnen Währungen denn zueinander? Was sind relativ starke Währungen? Was sind relativ schwache Währungen? Das ist das, was hier am Ende für uns fürs Trading entscheidend ist. Okay. So, ich schaue mal in die Fragenfelder. Wir können noch mal kurz von gestern vielleicht auf den Silberchart schauen. Ja, da haben wir nämlich auch im Moment eine ganz interessante Konstellation. Ja, Wochenchart hatten wir uns ja die Parabolik angeschaut, hatten gestern auf dem Tageschart gesehen, dass wir hier in diese Unterstützungszone eingefahren sind und hier eine schöne Umkehr gekriegt haben. Und jetzt haben wir hier eine, ja, im Prinzip ist es noch eine bullische Kerze, das heißt ein Ausbruch hier drüber auf dem Daily wäre durchaus auch wieder interessant. Besonders interessant wird das Ganze aber hier auf dem 4-Stunden-Chart. Und zwar, ja, wenn wir uns das hier mal so ein bisschen in der Bewegung anschauen. Dann sehen wir, wir laufen hier gerade in so ein Dreieck rein. Ja, ganz klassisch.
ein Dreieck. Man könnte das jetzt auch noch mal ein bisschen aggressiver gestalten und das Ganze hier so darstellen. Ja, das wäre jetzt die aggressive Variante des Dreiecks. Und jetzt müssten wir mal schauen, ob, weil wir eben übergeordnet noch in die Aufwärtsrichtung unterwegs sind, ja, und das hier ja einfach nur ein schönes Unterstützungslevel war, was getestet worden ist, ob wir hier einen Ausbruch zur Oberseite kriegen. Jetzt ist es bei mir aber so, ich mag nicht so gerne die Ausbrüche aus diesen schrägen Begrenzungen. Ich habe lieber die Ausbrüche aus den horizontalen Begrenzungen. Ja, das wäre dann diese hier. Ja, also das ist für mich im Moment hier ganz interessantes Entscheidungslevel. Und nur um ein Beispiel zu machen, wie man hier jetzt mit Unterstützung und Widerständen arbeiten könnte für die Zielgenerierung und Stopgenerierung. Man könnte hier unten zum Beispiel das Ganze abstoppen, wenn man sagt, wenn wir hier oben drüber laufen, dann möchte ich sehen, dass hier auch weiterhin Momentum kommt. Sollten wir aus diesem Dreieck dann wieder nach unten ausbrechen und sich das hier oben als Fehlbreakout etablieren und wir wieder unter dieses letzte relative Tief auf den 4 Stunden kommen, dann möchte man aus der Position raus. Das wäre also etwas, was sich rein charttechnisch hier anbieten würde. Für Zielbereiche haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Das, was mir eigentlich mit am besten gefällt, ist dieser Bereich hier oben, den als Zielbereich zu benutzen. Ja, ich hatte euch das ja gestern schon gezeigt. Wir haben das ganz, ganz häufig im Markt. Starkes Momentum in die eine Richtung bringt ganz häufig auch starkes Momentum in die andere Richtung, wenn die Bewegung zurückgeholt wird. Ja, und jetzt haben wir hier starkes Momentum in eine Richtung. Und wenn wir da jetzt die Hürde hier überwinden und wieder nach oben gehen, würde ich auch erwarten, dass wir mit relativ viel Momentum wieder hierhin zurückkommen. Ja, und deswegen finde ich dieses Level ganz interessant. Man sollte definitiv das hier auch noch mit auf der Uhr haben. Ja, das ist so der erste Widerstandsbereich hier, so bei 27,55 von dem alten Tief. Da könnte das ein bisschen dauern. Da kann man auch durchaus mit Teilgewinnmitnahmen arbeiten und dann den Rest halt trailen bis da oben hin. Das sind also alles Varianten, die hier möglich sind. Also auch Silber im Moment noch interessant. Gut, dann haben wir jetzt zwei Dinge hier drin. Zum einen für den Holger nochmal British Pound, US Dollar. Da werfen wir gerne nochmal einen Blick drauf. Den haben wir hier oben unter Majors. So, ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir beginnen auf der Woche. Und in der Woche es hat sich nicht viel verändert, ne, im Laufe der Woche. In der Woche ist das hier das Widerstandslevel vom Weekly. Dieser Docht hier oben über der langen Momentumkerze. Ja, da sind wir jetzt die dritte Woche, scheitern wir immer wieder an diesem Bereich. Auf dem Daily sieht das Ganze so aus, dass wir hier in einer Bull Flag uns im Prinzip bewegen. So, das hier ist die Bull Flag. Ein Ausbruch aus dieser Bull Flag nach oben wäre ganz klar bullisch zu werten. Spätestens mit dem Ausbruch über dieses Hoch. Ja. Das läuft hier wieder so ein bisschen zusammen. Hier haben wir es ja, horizontale Begrenzung und schräge Begrenzung. Also Ausbruch aus der Bull Flag, aggressiv möglich. Ausbruch übers Tageshoch, aggressiv möglich. Es ist aber genauso gut möglich, dass wir das Ganze hier als Range haben momentan. Ja, und wir aus dieser Range nach unten ausbrechen, einfach weil hier oben dieses starke Widerstandslevel sich befindet. Ja. Also keine Veränderung in den letzten 3, 4 Handelstagen. Es läuft hier alles seitwärts. Es sah so aus, als wenn wir hier gestern nach unten weggehen. Ich hatte eine Long-Position aufs britische Pfund, habe mich hier rausfaken lassen, habe die hier geschlossen mit einem Verlust. Aber im Prinzip ist dieses Setup nach wie vor noch akut und heute sehen wir ja auch schon wieder ein bisschen Stärke im britischen Pfund. Also hier ist im Moment alles möglich. Ja. Und dann haben wir hier noch eine Frage
zum Görsch-Trendindikator. Ah, da kann ich gerne morgen einen Link mitbringen, wo der zu beziehen ist für den MT4 und den MT5. Kann ich auch gleich noch, glaube ich, im Nachgang unter das Webinar hier bei Facebook posten. Bringe ich aber morgen auch gerne mal mit. Okay, wenn wir ansonsten keine Fragen mehr haben, dann sollte es das gewesen sein für heute. Dann wünsche ich euch einen erfolgreichen Handelstag und sage gerne bis morgen wieder an der gleichen Stelle. Würde mich freuen, 8:30 Uhr, wenn ihr wieder dabei seid und ja, wir mal einen Blick drauf werfen, wie sich die einzelnen Setups der Woche so entwickelt haben. Alles klar. Dann bis morgen, macht's gut und bye bye.